Geldwerttransport, Ausbildung zum Brandschutzhelfer. Ist da gerade jemand? Jetzt ohne Scheiß, es ist wirklich kein Witz, aber... Ich glaube, hier wohnt doch noch jemand. Wunderschönen guten Tag, morgen, guten Abend, egal wann ihr die Folge guckt. Wir sind mal wieder unterwegs in einem Lost Place. Mit dabei haben wir Danchik. Hinter der Kamera haben wir heute Wladimir, nicht meine Wenigkeit. Ich bin heute vor der Kamera und darf ein bisschen erzählen mit Danchik zusammen. Und wir sind jetzt gerade in einem riesen Gebäude, wo mehrere Wohnungen, Wohnungen sind, wo, denke ich mal, mehrere Familien gelebt haben. Und das werden wir uns jetzt anschauen und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und mal sehen, was wir hier finden. Wir sind hier gerade in dieser schönen Tür eingestiegen, die offen war. Was heißt offen, weil das Fenster noch nicht mehr drin und da sind wir durch. Und fangen von hier aus an. Das wird wohl ein Badezimmer, Küche sein mit Badezimmer anscheinend, weil ich glaube, das ist eine Küchenartige. So. Ja. Ist aber auch kein richtiges Marmor, es ist so das ist laminatmäßig. Billig-Marmor. Billig machen. So, wir haben jetzt den Haupteingang haben wir erreicht. Hier fällt schon halt alles irgendwie auseinander. Das ist glaube ich Wasserrohre oder Heizungsrohre. Und der Check ist auch schon im nächsten Raum. Was das ist, weiß ich nicht. Das sieht eigentlich aus wie ein Wohnraum, ganz normaler. Keine Anschlüsse, gar nichts. Hier ist das schon wieder so. Das ist schon, oder? Ja, so wie zum Weben halt irgendwie, ne? Das können wir diese Filter, ja. Jetzt wäre so Waschraum. Hauswirtschaftsraum, Waschraum. Aber wir gehen erstmal unten durch, oder? Wir gehen erstmal unten durch. So, hier ist doch auch irgendwie Küche oder so. Hier hängt noch ein Kühlschrank. Schon wieder so Putz runter. Aber wichtig, hier ist eine Markierung, hier ist sollte wieder mal ein Lichtschalter hin oder so. Und hier eine Steckdose. Also Strom ist auf Null, also es läuft nicht. Doch, da läuft was. Cool, Leute, vielleicht wohnt oben hier noch jemand. Ja, aber nee, nicht. Okay, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir ein bisschen offene Tür. Oh, jetzt kommen wir in den Wintergarten. Jetzt ohne Scheiß, es ist wirklich kein Witz, aber ich habe gerade meinen Kindheitslieblingsfilm in VHS gefunden. Ist kein Witz. Rockadoodle. Das ist einer der geilsten Kinderfilme, die ich je geguckt habe. Jetzt könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wer diesen Film kennt. Das ist einfach einer der geilsten Kinderfilme. Da sind noch andere hier. Oh, alles voll. Lappitsch. Die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. 50 Cent. Kannst du haben, bitte. 50 Cent? Steht mir fest. Das ist eine. Wir basteln mit Stofffilz und Wolle.
Dieses weiße Zeichen, das muss nach 1934 entstanden sein. Erst haben hier die Nazis gewohnt und dann wurde das verboten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt so ein bisschen also hergemacht ist, das Zimmer, ist das eigentlich für einen Jugendlichen ganz geil, wenn du hier so direkt raus kannst und so. Dahinter ist ja noch ein Nazis, siehst du was? Ist da gerade jemand? Ich glaube, das ist entweder tropft da irgendwas Krasses runter, weil das sieht man ja überall. Guck mal, hier ist ja überall Wasser an den Scheiben etc. Ich glaube, dass irgendwie Feuchtigkeit runterkommt. Aber wir gehen jetzt erstmal nach oben. Wir lassen uns diesmal nicht so krass erschrecken wie beim letzten Mal. Also hier hat einer Zertifikate liegen lassen. Geld, Werttransport, Ausbildung zum Brandschutzhelfer teilgenommen. Hier mit Lebenslauf, alles dabei. Und so ein Arbeitszeugnis hier von der Firma Wach- und Schließgesellschaft. Schimmel. Hier haben sie markiert an der Tür, dass es sicher ist. Aha. Hier steht schon mal was drauf. Also irgendwer ist hier schon mal drumherum gelatscht und musste gucken, dass sie nicht gegen den Boden durchfällt. Oben sieht man ja schon, das kommt schon alles runter und das entsteht ja nicht irgendwie von ein, zwei Tagen oder so. Also es muss mindestens schon zwei, drei Jahre hier stehen. Mitten in diesem Dachboden einfach ein Stuhl. Also wirklich ein Stuhl und das war's. Und ein bisschen Müll. Aber der Dachboden ist ja riesig. Jetzt haben wir hier gerade was gehört und das fühlte sich irgendwie an, als also erst unten die Schritte und jetzt hier oben. Ich glaube, hier wohnt doch noch jemand, aber diesmal wagen wir es. Und wenn uns jemand erwischt oder sonst, erklären wir einfach, dass wir hier nur Wohnungsbesichtigung machen. Hier nach Frischzigaretten. Oh, ja. Lecker noch. Mit einem schönen BH. Ein Schlübbi. Es sind alle Zähne noch da, außer einer, ne? So wie bei mir, ich habe auch einen Zahn weniger. Der fliegelt hier in mein Fenster durch. Und was hältst du von dem Negligé hier oben? Nee, das ist nichts. Das ist nichts. Aber ich glaube, die haben hier sehr viel Müllermilch getrunken. Gut, das ist immer noch eben. Definitiv. Und der Fisch und draußen ist auch noch genug Müllermilch. Das ist Thor's Hammer. Dann fliegen wir jetzt hier hin. Ich glaube, die haben einfach Leute Langeweile gehabt und saßen hier rum und haben gechillt. Jugendliche oder so. Wer weiß, wo sie das schon angefühlt haben. Das ist wahrscheinlich für dem Unternehmen das Büro hier. Das ist der Verwaltungsbereich hier. Also, der Bild hier nicht zockt gerade. Hier aufgebaut. Aber ich wusste, ich hätte mir FIFA 23 nicht holen sollen. Leute, aber so gesehen, das ist ja irgendwie hier alles total komisch. Ja, ich glaube, hier ist auch wieder Leute, die sich, also entweder Jugendliche, die hier so ihre Zeit verbringen, weil guck mal, die alleine diese ganzen Sprüche, die hier irgendwo stehen, hier mit verpiss dich da vorne, in dem einen Raum standen, da war so ein Briefumschlag, da stand drauf, verpiss dich, die Bullen sind schon unterwegs. So ein bisschen eklig. Ja, guck mal, hier sind auch noch Blättchen hier so, ne? Man kennt's ja, für was? Auf jeden Fall so ein bisschen eklig hier. Und man muss ehrlich sagen, die Leute sind kreativ hier. Ne? Joystick, Thor's Hammer, ich weiß jetzt nicht, was das sein soll. Eine Säge oder so. Also kreativ sind sie ja. Müllermilch, ohne Ende Müllermilch. Ich glaube, die haben auf diese 50.000 Euro Mu gewartet. Deswegen so viel Müllermilch. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du hier deine Ruhe hast als Jugendlicher, kannst du hier echt coole Abende verbringen. Kannst hier chillen, kannst hier pennen. Warum nicht? Also wirklich besser, als wenn du jetzt irgendwo an der Bushaltestelle sitzt. Wieder Müllermilch. Ja. Ja. Mhm. Entweder ist das hier so die Teststation von Müllermilch. Damit haben wir das obere Stockwerk auch hinter uns. War sogar bisher das Interessanteste von allen. Man konnte jetzt noch ein bisschen gucken, wieso, weshalb, warum.
Aber ich denke, meiner Meinung nach, aber ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Ob das Jugendliche sind, die die ganze Zeit hier rauchen, chillen und Müllermilch trinken. Oder ob es so hinterlassen worden ist. Wenn ja, dann waren hier bestimmt wieder irgendwelche Assis. Und was macht das BH und das Hüschen da? Er wurde vergessen. Ja, natürlich. Also ich meine, klar, wenn ich als Jugendlicher hier eine Frau wegknallen kann, dann besser, als wenn ich draußen irgendwo sitzen muss. Jetzt gehen wir wieder runter, da wo wir beim ersten Mal wieder zurückgegangen sind, weil wir Geräusche gehört haben. Aber wir gehen jetzt mal hin gucken, weil die Geräusche sind immer noch da und die sind immer gleichtönig. Also ich denke, das wird irgendwie Wasser sein. So, wir sind jetzt hier soweit durch. Wir sind jetzt gerade auch im Hinterausgang. Haben noch den Teich gerade beobachtet und geguckt, aber da ist nichts. Ja, also es ist einfach ein altes Haus, wo vor kurzem noch wer gelebt hat, denke ich. Also so alt sieht das nicht aus. Die ganzen großen Fliesen in den Bädern und so weiter. Ich denke, jetzt hausen hier Obdachlose oder Jugendliche, so wie es aussieht. Und sonst ist hier halt alles schon sehr, sehr vermodert. Decken brechen schon ein. Und ich glaube auch so 5 bis 6 Jahre wohnt hier keiner mehr. Können auch Professoren gewesen sein, wegen der Müllermilch-Teststation, ne, die natürlich oben war. Ja. Das heißt, da wurde auf jeden Fall Forschung betrieben. Ja. Und da wäre nochmal interessant, wenn da Dokumentation von da wäre, was dabei rausgekommen ist, ne, von dieser Forschung. Ob es wirklich Milch ist von Kühen oder von Ziegen. Ja. Wir wissen es Menschen. Oder ob sie doch hier nicht mehr wohnen, weil sie die Müllermilch geöffnet haben, die Mu macht. Ne? Also ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, ob es eine Teststation waren oder ob es Jugendliche waren, die quasi ihr Geld nicht in Lotterielose gesetzt haben, sondern in Müllermilch-Lotterielose und versucht haben, die Mut zu finden. Und warum der BH da hängt, das könnt ihr mal reinschreiben. Aber in diesem Sinne verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Zugucken und ciao.